Hi ihr Lieben, willkommen zu Tag 2 der Liebe Deinen Körper Woche und heute habe ich euch von meinen Kleidern das wohl strahlendste und schillerndste Prinzessinnenkleid mitgebracht. Ihr seht es hier schon neben mir, wir mussten wirklich einen ganzen Schritt nach vorne gehen, um die riesige Schleppe hier ausbreiten zu können. Ja, und heute stelle ich euch entsprechend das Prinzessinnenkleid vor. Das Prinzessinnenkleid ist für so ziemlich jeden Figurtypen geeignet, einfach weil es gar nicht so die Figur einer Frau nachbildet, sondern eine eigene Form hat, die die Figur ein Stück weit bzw. auch kleine Problemzonen irgendwo kaschiert. Wir sehen das hier ganz gut, das Kleid ist bis zur Taille eng und ab der Taille ist es sehr stark ausfallend und somit sieht man beispielsweise den Bereich Beine und Po gar nicht. Das Schöne ist hier bei dem Kleid, es ist eine Corsage drunter gearbeitet, die das ganze, die ganze Figur hier so ein bisschen gerade drückt. Man kann einen Bauch oder so darunter gut kaschieren. Entsprechend sieht man da gar nicht wirklich was von und das Kleid hat halt unglaublich viele schöne Details, auf die ich jetzt noch weiter eingehe. Ja, dafür gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen näher ran und ich zeige euch ein bisschen mehr. Ihr seht hier schon das Oberteil vom Kleid, das ist unglaublich detailreich gearbeitet. Wir haben hier schöne 3D-Elemente und haben so einen leichten Rosé-Champagner-Ton darunter liegen, sodass man diese Spitzenelemente hier oben gut rausgearbeitet sieht und die nicht in dem Kleid aufgrund der Farbe untergehen. Das Kleid hat hier leichte Ärmelchen, was auch ganz schön ist, wenn man sagt, man möchte nicht komplett die Oberarme nackt haben, sondern zumindest ein bisschen bedeckt, dann ist dieser kleine Flügelärmel ganz charmant. Ja, ansonsten haben wir hier den klassischen Prinzessinnenschnitt. Was schön ist, ist, dass wir, wie gesagt, einen Reifrock unten drunter gearbeitet haben und somit nicht extra einen Reifrock drunter ziehen müssen. Das Kleid hat ganz tolle Spitze und auch schöne Glitzerelemente, die hier auf dem Tüll total schön aufgestickt sind und total toll zur Geltung kommen. Unten hat das Kleid eine leichte Art Bogenkante, mit der es abschließt. Also hier sind verschiedene Spitzenelemente aufgestickt, die allerdings alle einzeln sind. Und was ich total schön finde, sind zum Beispiel hier diese glitzernden 3D-Blumen. Ja, die Schleppe von dem Kleid ist wirklich gigantisch. Ich habe mal versucht, die hier im Laden komplett auszulegen, aber es ist gar nicht mal so einfach. Also wir haben hier wirklich eine ganz riesige Schleppe und auch die ist total schön detailreich verziert. Wir sehen es hier schon, also wir haben überall diese schönen Spitzenranken, wir haben überall diese 3D-Blumen, die dann mit den glitzernden Pailletten bestickt sind. Wir haben hier eine Lage Tüll, darunter noch eine Lage und hier wieder diesen Stoff, der das Kleid von unten schützt. Alles schön auch mit diesem Champagner-Cremeton. Ja, um euch den Rücken zu zeigen, müsste ich tatsächlich jetzt schon die Schleppe ein bisschen hochnehmen. Das Kleid hat einen ganz, ganz tollen, tiefen Rücken, der hier komplett frei ist. Wir haben hier, wie ihr seht, wieder einzelne Spitzenelemente, die so ein bisschen ganz wenig in den Rücken reinragen. Aber ansonsten ist hier wirklich alles frei. Und die Puppe selber hat so eine Größe 40-42, das Kleid ist auch in einer 42, also man sieht, hier kann man ruhig einen auch breiteren Rücken haben und braucht jetzt nicht so super schmal zu sein. Ja, das Kleid ist definitiv was für den ganz, ganz, ganz großen Auftritt. Das Schöne ist, wie gesagt, das Kleid ist universell, passt zu ziemlich jedem Figurtypen. Hier, dieses Exemplar ist in Größe 40-42 und von dem Designer Demetrios. Das ist ein ganz großer US-amerikanischer Brautmodendesigner und das Kleid ist halt auch entsprechend edel und auch entsprechend hochwertig. Wenn ihr sagt, wow, in sowas würde ich gerne heiraten, ich will einmal in meinem Leben wirklich nicht nur Prinzessin, sondern Königin sein, dann könnt ihr das Kleid bei mir anprobieren. Ich bin total gespannt, mal eine Braut da drin zu sehen
und hoffe, dass sich jemand in dieses traumhafte, detaillierte und wunderbar hochwertig gearbeitete Kleid verliebt.